Ja. Was machst du? Lecker. Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Heute gibt's eine Cola-Torte. Ich hatte mal vor Jahren eine Cola-Flasche gemacht, vielleicht erinnert ihr euch dran. Die war ziemlich cool. Aber heute gibt es einen lockeren Coca-Cola-Kuchen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich Cola gar nicht abfeiere. Gell? Ich trinke das auch gar nicht. So zwei, dreimal im Jahr habe ich schon Lust auf so eine kalte Cola, so einen Schluck kalte Cola. Mehr kann ich nicht. Aber ich weiß, dass viele von euch Cola mögen. Viele Cola Zero mögen. Deswegen dachte ich mir, komm, Fanta-Kuchen können wir auch einen Cola-Kuchen machen. Und es wird, glaube ich, ein leckerer Kuchen. Ja. Die Zutaten sind auch überschaubar. Dafür verwende ich zwei Eier, 100 Gramm Zucker, etwas Salz und Vanilleextrakt, 100 Gramm Sonnenblumenöl, 140 Gramm Coca-Cola, 200 Gramm Mehl plus Backpulver oder nehmt einfach das Backmehl und 30 Gramm Kakao. Und wenn ihr möchtet, dass es eine Cola-Kirschtorte wird, dann nehmt ihr gerne noch 100 Gramm Kirschen aus dem Glas und 20 Gramm Stärke. Das verrühre ich dann später. Dann kommt nämlich noch ein bisschen Kirsche mit in den Teig. Zuerst nehme ich jetzt die Eier. Zucker, Salz und Vanilleextrakt und die Zutaten werden kurz in der Küchenmaschine verrührt. So sieht es schon mal super aus. Es reicht immer, wenn die Eierzuckermasse weißschaumig ist. Mit dem Handrührgerät dauert es schon so 4 bis 5 Minuten. Mit der Küchenmaschine so ungefähr 1 bis 2 Minuten. Das geht echt schnell. Und jetzt nehme ich das Sonnenblumenöl und die Cola und rühre das jetzt hier schön ein. Dann gebt ihr die trockenen Zutaten auch direkt dazu. Also Mehl plus Backpulver. Kakao und jetzt kurz verrühren. Nicht zu lange. Das reicht schon. Ich habe jetzt hier meine Rehrückenbackform, die ist ganz hübsch. Ihr könnt auch die doppelte Menge nehmen und zum Beispiel eine Gugelhupfform benutzen. Ihr könnt Muffins backen oder Mini-Donuts, ganz wie ihr möchtet. Auf jeden Fall so ein bisschen mit Backtrennspray. Hier einfetten und dann hier schön reinfüllen. So ein bisschen verteilen und wenn ihr möchtet, gerne die Kirschen dazugeben. Und damit die nicht so ganz untergehen, verrühre ich sie einfach mit Stärke. So ein bisschen ummanteln. Dann könnt ihr sie so ein bisschen reindrücken. Kommt der Kuchen schon in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für etwa 30 bis 35 Minuten. Der Kuchen ist abgekühlt. Ich habe ihn schon aus der Form rausgestürzt und jetzt einfach auf einem Abkühlgitter. Für die Glasur verwende ich 100 Gramm Puderzucker, 20 Gramm Kakao, 20 Gramm Coca-Cola, 10 Gramm Kirschsaft und etwas Zitronensaft. Dann nehme ich jetzt hier alle Zutaten und verrühre sie miteinander. Okay, dann gebe ich den Kuchen auf eine Platte. Normalerweise drehe ich es immer gern um, weil der Rehrücken ja so schöne Rillen hat. Aber der ist jetzt auch da oben richtig schön geworden, so vulkanmäßig. Ich lasse es so. Ich lasse das so, ja. Also ein bisschen wollte ich schon, dass die Kirschen eintauchen. Habe ich es ein bisschen gut gemeint mit der Stärke. Ihr taucht die einfach ein, bedeckt es mit dem Teig und dann sind sie wirklich im Teig drin. Jetzt nehmt ihr die Glasur und die kommt da jetzt oben drauf. Also ich muss sagen,
Der riecht schon gut nach Cola. Und damit es so aussieht wie eine Cola-Torte, habe ich jetzt hier die kleinen Cola-Fläschchen besorgt. Und die kommen da jetzt noch drauf. Und dann kann der Kuchen probiert werden. Ich bin mal gespannt, wie der auch mir schmeckt, denn ich bin ja wirklich ein Nicht-Cola-Liebhaber. Aber es gibt eine Cola-Pflanze, die ist ziemlich cool. Die werde ich dieses Jahr im Garten anbauen. Dann habe ich nämlich so eine Cola-Pflanze, die schmeckt und riecht nach Cola. Da kann man sich so eine eigene Limonade oder ein Wasser machen, aber man trinkt eben keine Cola. Denn das ist halt schon sehr süß. Murat, willst du probieren? Jep. Heute gibt es Cola-Kuchen. Cola-Kuchen, ein Klassiker meiner Kindheit. Echt? Ja. Aber wir hatten nicht die Original-Cola, wir haben Topstar-Cola gehabt. Kennt es noch jemand? Hey, gab es in deiner Kindheit Cola-Kuchen? Ja. Und ich dachte jetzt so, das ist so Fanta-Kuchen, Cola-Kuchen, ich hab's erfunden. Echt? Nee, das gab's wirklich schon. Oh, schade. Ja, ist nicht schlimm, aber ich glaube, viele Leute kennen das. Und die Kinder, wenn sie Cola hören, es ist nichts Gesundes. Nochmal ganz wichtig zu sagen, Cola ist nichts Gesundes. Aber es ist so, die Kinder flippen dann aus und sagen, oh, Cola-Kuchen, was ist das? Also ich muss ja ganz offen sagen, meine Kinder dürfen kein Cola. Ja. Manchmal, wenn der Murat sich mal was bestellt, dann stibitzen sie sich was. Weil wir eine Spießerfamilie sind. Ja. Ich bin schon ein bisschen Spießer, gell? Ja, du bist echt ein bisschen Spießer, ja. Aber es ist okay für mich. Ja. Also ich habe Kirschen mit rein, weil wir gesagt haben, so Cola-Kirsch, aber es geht natürlich auch ohne. Ja. Okay, probier mal. Okay. Ich finde, der riecht gut und der sieht gut aus. Der ist auch richtig feucht. Ja. Mmh. Was machst du? Lecker. Mhm. Aber cool, oder? Ja. Ja. Mhm. Und als Kind fand ich es immer, war es das Highlight, wenn man dann diese Haribos oder die Gummibärchen, die Süßigkeiten oben drauf so runter essen konnte. Auf jeder Kindergarten-Geburtstagsfeier. Mhm. Und übrigens, die Dinger gibt es inzwischen auch in vegan. Mhm. Ganz, ganz wichtig, gibt es auch in vegan. Stimmt. Also auch eine coole Geschichte. Ja. Nochmal, ein Kuchen ist eigentlich normalerweise nichts Gesundes. Ja, das ist deswegen ist es egal, ob es ein Cola-Kuchen ist oder nicht. Man gönnt sich, ein Ding. Ich glaube, es könnte ein cooler Geburtstagskuchen werden. Ja. Ja. Also probiert es gerne mal aus. Das Rezept gibt es wie immer auf sallys-blog.de und in unserer App. Schaut da gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr generell Cola-Fan seid oder nicht. Mhm.